So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal was für die Kleinen. Aber Ninjas. Lego Ninjago. Ist natürlich kein Lego Ninjago, es war jetzt einfach nur ein Scherz. Es sind Ninjas oder sogenannte Mein Sticker Spaß Ninjas. Mit über 300 Sticker von Ravensburger rausgekommen. Und das Ganze kostet 7 Euro. Genauer gesagt 6,99 Euro. So, und was sind solche Stickerbücher oder Sticker-Spaß-Bücher? Ganz einfach, es sind alle Sticker drin, die natürlich einige sehr oft doppelt sind und ein paar Seiten zu bekleben. Jetzt muss ich aber gleich mal ein paar Sticker euch zeigen, damit könnt ihr auch was anderes anstellen. Ja, und was, das zeige ich euch natürlich gleich. Aber jetzt natürlich blättern wir erstmal rum. Also wie gesagt, Mein Sticker-Spaß Ninjas. Und ihr seht schon, alle Farben, die die Ninjagos haben. Ich rede von den Lego-Ninjago. Der Hintergrund ist nicht schlecht. Könnt ihr natürlich rausholen, einlaminieren und dann für die, ich sag mal so eine Lego-Diorama. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ist natürlich witzig, passt natürlich alles. Hier so, im Dschungel was. Dann haben wir hier natürlich den klassischen ein Drache, den ihr dann bekämpfen müsst, oder er ist euer Freund. Da könnt ihr dann eure Sticker gleich mal draufsetzen oder ihn bekämpfen. Wir gucken mal, was für Sticker alles dabei sind. Dann haben wir hier natürlich den Trainingsraum. Ja. Kanalisation oder Unterwelt. Auch nicht schlecht. Ja, einfach nur Landschaft. Es sind ein paar schöne Motive dabei. Dann haben wir hier schon, ihr seht es schon, eine DIN A4 Seite, zwei. Ja, drei, vier, fünf, geht er jetzt da weiter. Sechs, sieben, acht. Acht Seiten Sticker. Die hole ich jetzt mal raus. Ich muss sie einzeln rausholen, das ist schon sonst zu viel. Aber ihr seht schon, es sind ein paar Sticker dabei, die man auch woanders für gebrauchen kann. Und für was, das zeige ich euch gleich. Wir gucken uns da gleich mal die Sticker an. Aber ihr seht auch schon so auf dieser Seite, ihr seht alle ja, fast die gleichen Farben wie die Ninjagos. So, jetzt muss ich euch mal die und die Seite zeigen. Seht ihr den roten? Den sogenannten Kai, wie ich mal schön zu sage. Hier, hier oben. Also es sind sehr viele Sticker dabei, die immer wieder doppelt sind. Dann habt ihr hier nur ein paar, die größer sind natürlich. Da seht ihr, Kai. Vier, fünf Mal habe ich den vorhin gezählt gehabt, ist der dabei. Und die letzte Stickerseite. So, dann haben wir hier die schwarzen, wo eben die großen hinkommt. Einfach, dass ihr dann sehen könnt, welche das sind. Ich blätter mal auf, das ist hier. Seht ihr, das sind die großen. Ah, wo ist er? Der mit dem Fuß, der blaue, würde jetzt hier hinkommen. Der rote, oder wie ich jetzt sagen würde, der Kai, hierhin. Aber ihr müsst sie nicht dahin kleben. Ihr könnt sie auch woanders hinkleben. Ist ja ganz klar. Dann haben wir hier, ihr seht schon eine Höhle mit so einer Riesenschlange. Da fangen wir doch jetzt mal an. Da würden die Großen jetzt, weil das schön großes Motiv ist, besser zu passen. Meiner Meinung nach. Jetzt gucken wir mal hin. Wen können wir jetzt da nehmen? Nehmen wir ihn. Der ist in Wartestellung. Was sie jetzt macht, hier vorne. Seht ihr, er wartet jetzt. Wenn sie angreift, greift er an. So, dann haben wir noch einen weiteren, den wir dann, ich sag mal, hierhin platzieren. Wie gesagt, ihr seht es selber, ihr könnt die Motive, die Bilder so gestalten, wie ihr es wollt. Es ist eine einmalige Sache, ihr habt es dann fertig, dann ist es so für immer. Dann könnt ihr daraus kleine Poster machen oder sonst was. Dann haben wir hier ja, einen Angriff von der Mauer. Das sind jetzt, ihr seht es schon, viereckige. Und die hatten wir, glaube ich, auch irgendwo auf einem Bogen. Ich schaue mal eben nach.
Wo hatten wir sie? Oder hatten wir sie nicht? Das ist hier die Frage. Doch, hier unten, seht ihr? Und die kommen jetzt hier so rein. Ihr seht das schon an den Farben, dass es eben ein Bild ergibt. Hier ist einer, der die Takelage hochklettert. Es müsste so sein. Seht ihr? Dann haben wir hier ein Auge von der Tentakel. Ja. Kommt natürlich hier hin, genau in der Mitte. Aber ihr seht, ihr müsst auch ein paar Sachen die Vorlage geben. Dann habt ihr ein Konzept oder ein schönes Bild. Was haben wir hier hinten noch? Ah, eine Kampfarena. Dann haben wir hier, oh, eine Mauer von innen, nachts. Und das war's dann. Dann ist natürlich Werbung von anderen noch, die es gibt. Aber hier zum Beispiel hätte ich jetzt auch die großen vorlieb, wenn da einer zu passt. Wir gucken mal. Ja, ist meistens immer der letzte Bogen. So, der würde dazu passen. Ups. Weil der springt nämlich jetzt über die Mauer. So, und greift die Feinde an. Was haben wir dann noch? Ah, wem können wir da nehmen? Natürlich ein, der in Warteposition ist. Das ist der Lilane. Der Lilane stellen wir natürlich dann hier unten hin. Der hat das mitgekriegt, wie er da oben runterkommt. Und noch einer, der in der Tür auf was wartet. Ich habe jetzt alles so, seht ihr? Und so könnt ihr eure eigenen Bilder gestalten. So, jetzt muss ich aber natürlich sagen, wartet mal, ich wollte doch hier vorne mit den Drachen was machen. Mit den Drachen, da ist er. Was hätten wir denn da in Angebot? Wir schauen mal eben nach, was jetzt so witzig für mich ist. Was könnte das sein? Roter Drache wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Eine andere Farbkombi. Eine andere Farbkombi haben wir natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt blöde. Also tun wir den bekämpfen. Bekämpfen. Jetzt haben wir die schwarzen hier. Schöne Motive. Etwas klein. Er natürlich jetzt hier vorne will seinen Kopf abschlagen, sag ich mal. Dann haben wir einen schwarzen hier. Ich nehme jetzt alles dieselbe Farbe, weil ich hätte mir eigentlich was anderes vorgestellt, aber der dann hier so steht. Und ihr seht, von hinten, der schießt mit dem Bogen auf sich. Wo haben wir jetzt noch einen schwarzen? Er wartet hier in Warteposition. Einfach nur mal jetzt als Beispiel. Der ist jetzt hier drauf. Ne, da drauf passt er nicht. Hier hinten. Mach ich den. Aber ihr seht, es ist richtig schön kreativ. Oh, haben wir noch einen schwarzen da? Ja, hier. Der da praktisch mit dem Stab im Unlocked. So, ich weiß. Es ist jetzt nichts, was weltbewegend ist. Aber diese Sticker, diese Größe hier, die ist nicht schlecht. Und zwar, warum? Ganz einfach. Lego Ninjago, eine rote Wand machen. Und zwar, wo ihr so ein japanisches Haus habt, wo dann die Ninjagos reingehen zum Trainieren. Schöne rote Steine, und zwar 3-4 hoch. Sag ich jetzt mal als Beispiel. Weil die Aufkleber, ihr seht es selber, Ninjago-Figur, sind dieselbe Größe. Das heißt, ihr müsst mindestens 1, 2, 3 Steine, 4 Steine übereinander, so eine Mauer machen. Und auf die Mauer beklebt ihr dann so diese roten oder diese blauen. Welche ihr? Für mich würde jetzt der rote, der Kai, in Frage kommen. Aber so eine kleine Mauer, die draufkleben. Jetzt nicht alle, die so bewaffnet sind, aber die so in der Ruhephase sind, ist ja nicht schlecht.
und dahinter das japanische Haus oder so ein Trainingslager bauen. Was haltet ihr von der Idee? Könnt natürlich auch andere machen. Rote Steine hat sich jetzt nur angeboten, weil der Kai rot ist, dass es nicht ganz so doll auffällt, dass da was drauf ist. So ein bisschen Abstand ist es dann eben. Rote Steine, roter Kai würde vielleicht wunderbar aussehen. Oder was haltet ihr von der Idee? Wie findet ihr das? Oder habt ihr eine andere Vorstellung, wo die noch drin sein können oder dran sein könnt bei Lego? Nichtsdestotrotz, ich wollte euch einfach nur mal mein Sticker-Spaß-Ninja-Buch vorstellen von Ravensburger mit 300 Stickern für 7 Euro. Ist natürlich eine Hausnummer für so ein wenig Aufkleber drauf, dann war es das. Aber es kostet alles Geld, ihr wisst es ja. Aber nichtsdestotrotz versuche ich irgendwas von der Sticker-Kollektion unter ein Video zu verlinken. Ihr wisst es. Sicher, bequem ist es immer. Günstiger müsst ihr selber mal schauen. Aber eure Meinung ist mir wichtig über das Buch, über die Ideen, wie ich das mit den Sticker jetzt vorhätte. All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren. Für mich und alle anderen. Und ich sage wie immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Und dann guckt hin und schaut zu.